Ja, wir sind hier in der Gemeinde Buseck im Ortsteil Altenbuseck, am Ortsausgang nach Daubringen. Hier ist es zu einem vermutlich Frontalzusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW gekommen. Hierbei wurde die PKW-Fahrerin eingeklemmt und musste mit hydraulischem Rettungsgerät durch die Kräfte der Feuerwehr befreit werden, damit sie dann an den Rettungsdienst übergeben werden konnte. Ja, wir haben zuerst uns einen Zugang für den Innenraumhelfer geschaffen, um die Patientin im Fahrzeug zu betreuen, zu stabilisieren, eine erste Anamnese vorzunehmen, wie es der Patientin geht, haben dann eine hydraulische Rettungsschere und einen hydraulischen Spreizer vorgenommen, um die Patientin aus dem Fahrzeug zu befreien, indem wir das Dach abgeschnitten haben. Also wir haben jetzt in dem Fall für das reine Abheben des Daches circa 10 Minuten benötigt. Bis die Patientin soweit stabilisiert wurde durch den Rettungsdienst, hat die ganze Aktion in etwa 25 Minuten gedauert. Die Feuerwehr Buseck war mit 22 Einsatzkräften an der Einsatzstelle.